So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 3. In der letzten Folge haben wir die Siedlungsmissionen durchgeführt und ja, waren da auch sehr erfolgreich. Wir haben jetzt zwei neue Einwohner. Einmal den Hunter, Dan Prudence hat geboren, gebärt. Und wir haben dabei mehr oder weniger geholfen, denn wir haben alle zusammengetrommelt und haben auch dem Norris dabei geholfen, ein Geschenk für die gute Miriam zu finden. Und sie braucht ein Messer und wir müssen ihm natürlich dabei helfen. Ich würde gerne nochmal mit der Prudence reden. Ihm helfen, ein Messer herzustellen, denn im Grenzland gibt es eine Mine mit einem besonderen Erz, aber wir müssen ihnen ja dabei helfen, weil die Mine gehört den Engländern. Wir wollen ja nicht, dass ein gut Norris irgendwo was passiert. Ja, deswegen reisen wir dann zuletzt dann noch ins Grenzland und dann dürften wir das aber dann auch alles schon geschafft haben. So. Und die Seite müssen wir immer noch abgeben. Dr. White hat uns vorhin aufgesucht. So eine unerwartete Überraschung. Eine, die sowohl mich als auch Prudence beruhigt hat. Das Dorf wächst und alle profitieren von der Anwesenheit eines Heilers. In der Tat. Mein Weib ruht gesund und munter und hochschwanger in unserem gemütlichen Haus. Die Gemeinde ist sehr nett und aufmerksam und das Land ist fruchtbar. Noch vor kurzem konnten wir von so einem Leben nur träumen, Connor. Was für ein Glück. Okay. Alle Menschen verdienen es, sicher und frei zu sein. Hoffentlich kommt der Tag, an dem alle Menschen in den Kolonien diese Sichtweise teilen. Doch es wird ein langer, harter Weg. So viel ist sicher. Das stimmt. Und ich glaube, dass den Dialog hätten wir vor der Mission uns anhören müssen, anhören lassen müssen. Pfeife, Connor? Nein, vielen Dank. Wir erinnern uns gerade an den Tag von Klein Hunters Geburt. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals so nervös war. Ha! Ich kann mich kaum erinnern, bis zu dem Moment, als ich ihn schreien hörte. Dann verlangsamt sich alles. Und ich weiß noch jedes Detail. Von Hunters winzigem Gesicht, über Prudence liebevollen Blick, bis zu dem Geruch von Schlamm und frischem Laub. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie in diesem Moment. Das kannst du mir glauben. Ja, in diesem Haus klingt alles gut. Das ist schön zu hören. Und dort haben wir eine neue Siedlungsmission und ein Rekrut hat einen neuen Rang erreicht. Das ist sehr schön zu hören. Und das sieht doch fast alles schön blau aus, so wie es sein muss. Ach ja, das habe ich jetzt schon gemacht. So, Maryland machen wir auch gerade. Okay, das wird dann wahrscheinlich auch als nächstes dann auch verfügbar sein. Maryland, Virginia. Du bist der Hase hin. Ha, Drecksstück, okay. Alles klar, Prudenz. Wo komme ich wieder hier hoch? Nein. Ah! Verdammt, aber. Hier komme ich doch hoch, oder? Oder doch nicht? Das ist nicht ganz so glücklich gelaufen, wie ich mir das erhofft habe. So, Maryland. Ja. Der wäre. Maryland, 3 beendet. Die Freiwilligen. Ja, sehr schön. Rang Hauptmann, Rang Assassine. Mal schauen, ob wir vielleicht dann auch ein Andenken ins Herrenhaus bekommen, wenn wir wirklich alle Gebiete befreit haben. Oder ob wir vielleicht eine stündliche Einnahme kriegen. Connor! Ja, hallo. Wer wart ihr denn? Wart ihr der Tischler? Ich glaube ja, oder? Ja.
ist aber ein schöner Stuhl. Handwerkszeug. Ich will dir nicht zur Last fallen, aber ich wollte dich gerne etwas fragen. Als mein Karren abbrannte, verlor ich eine Menge Werkzeug. Ich habe Ersatz in meinem Laden in Boston, doch wie du weißt, bin ich dort nicht wirklich willkommen. Ich dachte, falls es nicht zu viel Arbeit macht, könntest du mir vielleicht helfen. Okay. Was genau soll ich denn tun? Mich beschützen, während ich es hole. Wir treffen uns in Boston bei meinem Laden. Okay. Weil du nicht gefragt hast, mache ich das für dich. So, und dann haben wir hier noch die letzte Siedlungsmission. Glaube ich. Ja. Und wer ist das? Ach, das war die Ellen. Ich habe die Ballen. Wunderbar. Ich hoffe, es war nicht zu viel Mühe. Dein Ehemann war da und sprach schlecht von dir. Er lief weg, als er mich sah. Oh je, das sieht diesem verkommenen Mistkerl von Mann wieder ähnlich. Wenigstens konntest du mir das Einzige, was mir etwas bedeutet, besorgen. Vielen Dank, Connor. Kein Problem. Neuer Plan erhalten, Farben. So, dann würde ich sagen, reisen wir mal ins Grenzland für den guten Norris. Ja, gleich um die Ecke. Das sieht auch schon so aus wie gleich um die Ecke. So. Ja, bekannt jetzt gerade eins. Ich weiß, alles ganz schlimm. Komm, fertig. Ach ja, das ist so sinnlos. Vor allen Dingen treffen die auch genau mein Pferd. Ich habe nichts getan im Grenzland. Ich habe überhaupt nie irgendwas getan, außer die Forts einzunehmen. Und trotzdem werde ich immer wieder als Schwerverbrecher behandelt. Komm. So. Auf und davon. Ja, alles gut, großer, warte mal. Wie machen wir es jetzt am besten? Komme ich hier durch oder ist es... Oh, Pferd. Weißt du was? Du sollst absteigen, Connor. Danke. Da muss ich 20 mal E drücken, ehe man reagiert. Mal zu mir. Du willst es doch auch. Och Gott, der Arme. So. Dann gucken wir mal hier rein.
450, okay. Haben wir sonst was erhalten? Nein. Boah, also 1500, okay. Ja, geht schon. Ist ganz okay. Ja, hier bin ich. Ich muss etwas Sprengstoff vorbereiten. Und ich glaube, der Knall wird die Briten auf den Plan rufen. Hm, ohne Zweifel. Ich sollte vielleicht selbst etwas vorbereiten. Nee. Es scheint, du hast jetzt etwas Zeit. Gucken wir mal kurz. Aufträge, 3, sind alle versorgt? Ja. Sacre Dieu! Ich glaube, sie kommen. Da ist jemand in der Mine. Ach, verdammt. So, zack. Oh, nein! Oh, ich wollte nur gucken, wie weit er reingehen muss. Oh, ist das sinnlos. Oh, da bin ich gleich diese. Müssen noch mehr sprengen. Seid vorsichtig. Gut, ich bleib hier. Ich wollte nur gucken, ob du so machst, Norris. Aber dann nicht. Dann bleibe ich hier stehen. Schau mal die Umgebung hier an. Freue mich darüber. Da rennt er wieder wie ein Weltmeister. Sacre Dieu! Ich glaube, sie kommen! Packt sie, Männer! So. Zack. Ey! Ihr Vögel. Hallo! Oh, Connor, jetzt steh auf. Hallo, du. Oh, ey. Mein Gott, jetzt schweifst du ja gleich. Bist du sehr ungeduldig. Jetzt kümmere dich doch mal um diesen Heini. Danke. So, weg mit euch. Ich habe keine Lust mehr. Ist mir egal. Komm. Eine letzte. Einen Moment noch. Ich sag mal so, meine Gesundheitsanzeige ist ein bisschen bescheiden. Komm, ich schmiss aus der Ecke. Ja. Ich glaube, sie kommen. Sie rauben uns unseren Besitz. Stopp sie! Ah, Connor! Oh mein Gott, jetzt tu dir nach, danke und. Ey! Boah, Connor, jetzt lauf doch mal weg. Meine Güte, ey.
Ja, du solltest den Wurfpfeil nehmen. Den Wurfpfeil. Und jetzt zack. Oh. Verdammt. Verdammte Axt. Lasst mich in Ruhe. Nein, geh weg, geh weg. Geh! Oh, ey, ihr. Das macht mich jetzt gerade ein kleines bisschen aggressiv. Nein, Connor! Lauf. So. Hallo, du sollst laufen und nicht stehen bleiben. Connor, jetzt nimm deine verdammten Beine in die Hand. Bist du jetzt mal fertig? Nach Laden abbrechen. So im Ziegelbild bleiben. Ja. Ey, 10 Jahre später, du bist auch mal fertig, oder was? Ich habe alles. Zeit zu gehen. Ein Glück. Neues Upgrade verfügbar. Schön. Schön, schön. Was soll ich machen? Ah, kann nur. Ach, es gibt wohl 4 Stufen. Ja, das wusste ich ja gar nicht. So, Pennsylvania, Meuterreiter Patrioten, das wollen wir ja gar nicht, danke. So, dann haben wir Maryland, da haben wir noch 2 weitere. So, dann haben wir noch Virginia. Und North Carolina, müssen wir gucken, Kampf, ja komm, wir versuchen unser Glück. So, jetzt müssen wir, ach, warum denn jetzt so weit? Okay, das heißt, wir werden doch dann noch eine nächste Folge Beziehungsmission vertun dürfen. Ich hoffe nur, die werden nicht allzu schlimm wie die jetzige. In die Richtung ist mir okay. Spezialeisenbahn, okay. Wir können dann aber gucken, wenn wir die Siedlungsmission erstmal soweit abgeschlossen haben, würde ich trotzdem nochmal zum Herrenhaus zurückkehren und schauen, welche Erfindungen wir denn jetzt herstellen können. Nee, das ist sinnlos. Nee, das machen wir nicht, weil wir kriegen ja nur 750 und das ist ja, ja, also nicht so viel Geld. Ja, Pferdi. So, wen haben wir denn hier? Gedacht, wir würden nicht nach dir suchen. Ja, denn? Was ist hier los? Moment. Verschwinde hier, Bursch! Und du nennst dich Soldat? Kann dir irgendwie gerade nicht erinnern. Zeig es ihm!
auf, oder dein Freund stirbt! Wen haben wir jetzt hier? Verletzt? Nichts, was nicht verheilt. Big Dave! Vielen Dank, Fremder. Was hatten die vor? Die Bande hat mich über das Land gezerrt, als abschreckendes Beispiel für Deserteure. Nun sag, wer bist du? Connor. Ein Deserteur, sagst du? Ich befürworte den Krieg nicht und ich liebe dieses Land. Was hat man davon? Ich bin David Walston. Manche nennen mich Big Dave. Darf ich fragen, wo du lebst, damit ich meine Schuld zurückzahlen kann? Könnte etwas dauern. Wir Schmiede verdienen zurzeit nicht allzu viel. Unsere Gemeinde ist nicht weit von hier. Und wir brauchen wirklich sehr dringend einen Schmied. Wie wär's, wenn du bei uns arbeitest? Nun, das würde das Zurückzahlen erleichtern. Yay. Ich bin dabei. Wir haben unseren Schmied. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal nach Boston. Aber ich sage mal gleich die Schnellreise hier. So, und okay, machen wir es einfach so. Und dann helfen wir dem guten Lance. Ich glaube, Lance hieß der. Seine Sachen zu holen. So. Achtung, Mann von oben. Entschuldigung. Ja, hier bin ich. Ich habe Blickkontakt zu meinen alten Nachbarn vermieden. So weit, so gut. Mit dir hier geht's mir schon besser. Wie ist es dir denn sonst ergangen? Oh, es geht, schätze ich. Es läuft ja nie wie geplant. So ist das Leben. Wirklich? Was willst du damit sagen? Weißt du, du machst einen Plan und alles läuft schief. Nichts bessert sich. Es ändert sich nur leicht. Klingt, als hättest du eine Pechsträhne gehabt. Das geht vorbei. Und wir haben eine lange Pechsträhne. Was macht ihr denn hier? Meine Treppe fegen, wenn's genehm ist. Seit wann ist das denn Ihre Treppe? Seit ich sie vor 3 Wochen kaufte. Von wem? Dem Besitzer. Über den Lehrling. Der Besitzer verließ die Stadt. Was geht euch das an? Ich bin der Besitzer! Jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Ihr klärt das am besten mit eurem Lehrling. Er ist oft im Pub dort drüben, aber ich schätze, das wisst ihr. Patrick! Oh, jetzt gibt's Stress. Ist es Patrick? Ja. Lance! Patrick, was erlaubst du dir, mein Geschäft zu verkaufen? Ihr seid doch geflohen. Ich dachte, ihr kommt nie zurück. Da hab ich's einfach verkauft. Mit allem drum und dran. Pech gehabt. Wie auch immer, war nett mit euch zu reden, aber ich muss jetzt. Schönes Leben noch. Schweinerei! Das Werkzeug ist die Braut des Tischlers! Das verkauft man doch nicht! Ich wette, er hat es noch irgendwo. Dann folgen wir ihm. Ach, müssen wir dem wirklich folgen? Kind, geh aus dem Weg. Ja, genau, schubst es einfach weg. Bitte alle arbeitsfähigen Männer an diesem Samstag 1 Stunde ihrer Arbeitskraft zu spenden, um das alte Schulhaus zu renovieren.
Nein! Was ist das denn jetzt? Entschuldigung, das war jetzt überhaupt gar nicht so geplant. Oh. Das hast du nicht gesehen, ne? Lenz, so bin ich normalerweise nicht. Landbesitzer, kommt und bestaunt die neuesten Entwicklungen auf Basis von Jethro Tulls Erfindungen bei Huntingdon & Sons Horgridge. Thompson's Brew, feiner Hopfen- und Malzgroßhandel. Eine größere Auswahl an Brauereizubehör bietet kein anderer Melzer der Stadt. Na komm, dreh dich um. Turn around. Bietet die beste Verpflegung der Stadt. Genießt die berühmten Sonntagsbraten, wühlt sie mit Dermail hinunter und vergnügt euch auf der neuen Bowlsbahn hinter dem Haus. Och, Lance, mein Gott, muss ich immer so brachial mit den anderen Mitmenschen umgehen. Sag mal, wie weit will denn dann noch gehen? Oder haben wir es jetzt mal bald geschafft? Nachts lade ich alles auf den Karren und gehe nach New York. Und vor Monatsende bin ich den ganzen Müll hier los. Hallo. Tudum. Na, immerhin etwas. Vielen Dank. Unglaublich, dass er meinen Laden verkauft hat. Ich sehe dich dann in der Siedlung. Ja, Fußspuren. Krass. Ja. Marinekonvoi. Sehr schön. So. Und jetzt heißt es nochmal Richtung New York, weil da hatten wir ja auch noch eine Siedlungsmission. Glaube ich. War das Ellen? Ich glaube, das war Ellen, oder? Ach nee, doch nicht. Können wir jetzt eigentlich zurück? Eine Idee. Portsiedlung, ja. Da. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Ah, da haben wir noch welche vom Lance. Okay. Aber ich würde trotzdem mal kurz hier reingehen und schauen, was wir jetzt herstellen können. Ob wir alle Bewohner auf die benötigte Stufe hochgeschraubt haben. Kleinholz fehlt. Okay. Handel. Holz. Kleinholz. Aber so kaufen, ja. Ach nee, nicht Handel, sondern Lager. Brache und Schlüssel. Ja, das hätte ich gerne. Glasflaschen und Trinkwasser fehlt uns. Okay. Trinkwasser. Was noch? Das habe ich wieder vergessen. Was brauchten wir noch? Glasflaschen, okay. Glasflaschen. Die werden hier wahrscheinlich nicht sein.
Aber wir haben die doch. Okay, Palisanderholz, warte mal. Wald. Muss nur überlegen, was ich schon alles hergestellt habe. Okay. So, wo kann ich mir jetzt das angucken? Kann ich spielen. Die war die dort oben. Ach hier. Hier mal einmal. Genau, den Drache und Schlüssel. Ja, verlassen. Und wo habe ich denn jetzt hier diesen komischen Tisch? Verstehe ich gerade nicht. Ist er vielleicht hier? Kann eigentlich nicht sein. Ja, auch nicht. Na gut, vielleicht muss ich auch noch irgendwas anderes vorher herstellen. Na gut. Ich gucke noch mal kurz wegen diesen Glasflaschen. Muss ich erst Glasflaschen herstellen? Ah, Sand fehlt mir. Okay. Also muss ich jetzt hier Mineralien Sand nämlich kaufen. So, zurück und dann hier und dann hier, genau einmal, so. Dann kann ich hier hoch zu den Erfindungen und kann das herstellen, genau. So, und jetzt ist die Frage, wo steht denn jetzt hier der Spaß? Ist er mit hier? Ich nicht rein. Ich will mir doch einfach die Erfindungen in meinem Herrenhaus angucken. Das ist das Mindeste. Ach da, okay. Aha. Sehr schön. Gut, naja, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle die heutige Folge. In der nächsten Folge müssen wir nochmal zum Lance und ihm bei einem anderen kleinen Problem höchstwahrscheinlich helfen. Und dann, ja, können wir eigentlich dann in Richtung Hauptmission dann weitergehen. Dann müssen wir uns auf unsere Aquila schwingen und dann das Fort George wahrscheinlich angreifen oder angreifen lassen, während wir dann von unten kommen, um dieses vor zu infiltrieren. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.